Im heutigen Video geht es um den Lowa Amplux. Der Schuh ist ein echter Allrounder auf dem Trail, findet eine gelungene Balance zwischen Komfort und Dynamik und er kommt sogar mit einem Carbon-Element daher, ohne komplett auf Wettkampf und Speed ausgelegt zu sein. Was genau es damit auf sich hat, wie der Amplux ansonsten konstruiert ist und für wen er sich eignet, das erklären wir jetzt. In unserer Testgröße, Frauengröße US 8,5, kommt der Amplux in Sachen Gewicht auf 279 Gramm immerhin. Die Sprengung liegt bei 6 mm und der Preis des Schuhs bei 170 Euro. Der Hersteller Lowa ist ganz neu in der Trail-Branche. Viele Läuferinnen und Läufer kennen die Marke aber vielleicht trotzdem schon, und zwar eher vom Wanderweg. Denn die deutsche Traditionsmarke hat sich bisher auf die Herstellung von Wanderschuhen und anderen Outdoor-Artikeln spezialisiert. Jetzt möchte Lowa auch auf dem Trail erfolgreich sein und auf dem Trail im Gedächtnis bleiben. Und zwar direkt mit einer ganzen Produktgruppe, zu der drei verschiedene Trail-Modelle gehören. Und hier der Amplux reiht sich dabei ein neben den Seatux, das ist ein leichterer, dynamischer und minimalistischerer Schuh, und neben dem Fortux, ein Schuh, der für lange Distanzen eher ausgelegt ist und für maximalen Komfort. Und irgendwo dazwischen ordnet sich eben der Amplux ein und der soll sich für den alltäglichen Trainingsbedarf auf dem Trail eignen. Der Amplux kommt mit einer sogenannten Triple Density Mittelsohle daher. Und wie der Name natürlich auch schon andeutet, arbeitet diese mit verschiedenen Dichten. Das merkt man vor allem unter dem Rückfuß, denn im Fersenbereich ist der Schuh deutlich weicher und etwas weniger reaktiv als im Mittel- und Vorfuß. Man kann das auch ganz gut sehen, dass sich hier dieser Fersenteil etwas vom Rest der Mittelsohle abtrennt. Und wenn man hier reindrückt, ist das definitiv viel softer als hier im anderen Bereich der Ferse. Das dürfte natürlich vor allem Fersenläuferinnen und Läufer freuen, dass hier der Komfort unter dem Rückfuß des Schuhs etwas erhöht ist. Hier gibt es außerdem noch etwas mehr Stabilität. Man kann ganz gut sehen, dass sich die Mittelsohle hier etwas nach oben zieht. Der gesamte Fersenbereich hier ist etwas verstärkt, sodass man hier beim Aufkommen, aber auch insgesamt beim Abrollen etwas erhöhte Stabilität hat. Eine Besonderheit des Schuhs ist sicherlich die Rockplate mit Carbonanteil. Die liegt eingebettet in die Mittelsohle unter dem Vorfuß und erstreckt sich bis in den Mittelfuß. Die Platte, genau, hat eben einen Carbonanteil und soll hauptsächlich beim Aufkommen vor Unebenheiten stützen. Vor kleinen Steinchen, vor Ästen ist man dann auf dem Trail gut geschützt und spürt diesen spitzen Untergrund eventuell nicht so stark. Insgesamt, wie gerade schon gesagt, ist eben der mittlere und vordere Teil der Sohle etwas fester, eher moderat gedämpft im Gegensatz zur Ferse. Und im Zusammenspiel mit dieser Carbonplatte ist der Schuh hier etwas, ja, er hat etwas mehr Vortrieb nach vorne und ist etwas dynamischer hier im Rest der Mittelsohle. Die Lowa Track Außensohle hat ein relativ tiefes Profil. Die Noppen sind so geformt und angeordnet, hier ganz klassisch, wie man das bei vielen Trailschuhen sieht, pfeilförmig, quasi in der Ferse in genau die andere Richtung als im Mittel- und Vorfuß. Dadurch ist sowohl das Bergauf- und Bergablaufen gar kein Problem, auch bei nassen Bedingungen, wenn es mal ordentlich rutschig wird. Asphaltpassagen sind mit der Profilierung auf jeden Fall auch möglich. Allerdings ist der Schuh kein Hybridmodell in dem Sinne, dass er ebenso auf Asphalt ausgelegt ist wie auch auf Trailstrecken. Der Schuh gehört schon in Gebiete abseits der Straße. Wenn man aber mal eine kurze Asphaltstrecke auf der Route dabei hat, dann kann man das im Amplux auf jeden Fall auch machen. Und noch ein kurzer Blick auf das Upper des Amplux. Das sogenannte RepTech Sport Obermaterial ist relativ atmungsaktiv und trotz der vielen Kunststoffapplikationen, mit denen Lowa hier rund um den Schuh arbeitet, bleibt es relativ anschmiegsam und flexibel. Man hat nicht das Gefühl, dass das Material sich überhaupt nicht an den Fuß anschmiegt. Das kam im Test sehr positiv an. Hier vorne hat man ganz klassisch noch einen relativ weit ausgeprägten Zehenschutz, um auch hier vor Ästen, Steinchen, Unebenheiten auf dem Trail zu schützen. Was ebenfalls gut ankam im Test, ist der Fersen- und Knöchelbereich. Wie gesagt, gerade schon hier im Fersenbereich zwar etwas verstärkt, insgesamt aber dennoch so komfortabel und so gut gepolstert, dass hier der komplette Fersenbereich gut eingefasst ist und man nicht das Gefühl hat, dass dort irgendwas drückt. Angemerkt wurde dann außerdem noch, dass der Schuh etwas kleiner ausfällt, ungefähr
eine halbe US-Größe. Wenn man also zwischen zwei Größen liegt, greift man hier in diesem Fall vielleicht besser zur größeren oder genau probiert den Schuh im Idealfall vor dem Laufen an. Mit dem Laufgefühl des Amplugs dürften alle Läuferinnen und Läufer glücklich sein, die in Sachen Einsatzgebiet möglichst wenig Kompromisse machen wollen. Denn der Schuh reiht sich in vielen Bereichen im Mittelfeld ein. Die Sohle ist sehr komfortabel und soft, aber eben nicht maximal gedämpft. Man hat hier immer noch etwas, ja, durch die eher moderat gedämpfte Sohle im Mittel- und Vorfußbereich ein etwas festeres Gefühl beim Abstoßen. Insgesamt eignet sich die Stabilität des Schuhs für moderate bis etwas anspruchsvollere Trails. Der Schuh kommt an seine Grenzen, wenn es technisch zu anspruchsvoll wird, also in wirklich ganz alpinem Gelände. Aber insgesamt hat der Hamplux hier ein sehr breites Einsatzgebiet und macht verschiedenste Wege, verschiedenste Bedingungen sehr gut mit. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Rockplate, die ja einen Carbon-Anteil hat, aber hauptsächlich noch eine Schutzplatte bleibt. Sie bringt zwar etwas Dynamik in den Schritt rein, ist aber nicht, wie das ja bei vielen Wettkampfschuhen der Fall ist, eine sehr aggressive Sohle. Also bei den Wettkampfschuhen sind die Carbon-Sohlen ja meistens auch noch länger, noch ein bisschen aggressiver geformt. Das ist hier im Amplux nicht der Fall. Sie hat vorrangig eine Schutzfunktion. Das ist vielleicht wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil das Stichwort Carbon ja immer sehr schnell nach kompromisslosem Speed und Wettkampf klingt. Behäbig ist der Amplux aber dennoch nicht. Dafür sorgt die moderate Dämpfung, die Konstruktion des Leisten und dass man eben noch relativ viel Flexibilität im Schuh hat. Wer also im Amplux etwas schneller laufen möchte, kann dies auf jeden Fall auch tun. Insgesamt qualifiziert sich der Amplux auf jeden Fall als Allrounder, erfüllt also eigentlich genau das, was Lowa sich mit dieser Produktreihe und dem Amplux als mittleren Modell gedacht hat. Der Schuh erfüllt ein sehr breites Einsatzgebiet, macht in Sachen Distanz kürzere, mittlere bis hin zu etwas längeren Strecken alles gut mit. Verschiedenste Untergründe und Bedingungen. Eine gelungene Mischung zwischen Dynamik und Komfort. Und deswegen ist es vielleicht sogar einfacher zu sagen, für wen sich der Schuh vielleicht nicht so gut eignet. Und zwar für alle Läuferinnen und Läufer, die vielleicht nach maximalem Komfort auf der Suche sind. Da ist dann vielleicht der Vortux doch die bessere Wahl. Und für Läuferinnen und Läufer, die eben noch mehr Bodenkontakt sich wünschen, das ist dann durch die Rockplate und durch die Dicke der Sohle doch nicht gegeben. Für die Läuferinnen und Läufer ist dann aber vielleicht der C-Tux wiederum die bessere Variante. Der Amplux erfüllt also die Ansprüche eines Allrounders und macht damit eigentlich genau das, was Lowa vorhatte.